Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir grüßen hier von der Schlagerparty in der Weltmetropole Breeling im Norden von Hannover. Und heute dreht sich alles um das Thema One-Night-Stands. Wir wollen herausfinden, wie stehen die Leute dazu? Hatten die schon mal den einen oder anderen? Und wie läuft das hier eigentlich auf dem Dorf ab? Wirklich sehr gespannt auf die Antworten. Ich wünsche euch ganz viel Spaß bei diesem Video. So, wir sind gut drauf. Also ich merke das schon. Also wir sind am besten drauf. Von allen. Heute, aber nur heute, wird die hier das Zelt auseinandernehmen, weil das ist richtig geiles Brelinger Schützenfest oder Schlagerparty. Ich wollte gerade sagen, heute ist kein Schützenfest. Meine ich doch. Heute geht es um das Thema One-Night-Stands. Oh, da bin ich raus. Da bist du raus. Schon lange her bei dir? Auf jeden Fall. Mach ich gar nicht. Wie stehst du zum Thema One-Night-Stands? Ah, ist geil. Ist richtig geil. Ehrlich? Wann war dein letzter? Vorgestern? Vorgestern. Ja, sicher. Das läuft bei dir, aber ne? Die ist hier. Mit, ehrlich? Mit meiner Freundin zusammen. Ach so. Was mach ich? Aber das ist ja das Problem, was ich jetzt mache. Ah. Ich hoffe, die treffen sich nicht. Was machst du hier? Feiern mit meiner besten Freundin seit 25 Jahren. Schön. Wo habt ihr euch kennengelernt? In der Schule. Ja. Dann hätte ich ja gesagt, dann wäre es vor 5 Jahren gewesen. Danke. Sehr gerne. Unsere Kinder haben schon mehr Sex als wir. Die Dinger gibt es doch auf der Reeperbahn in den Stripclubs, ne? Ja, klar. Ja, aber ich weiß, aber den kriegst du nicht, weil du nicht reingelassen wirst. Wie stehst du selbst dazu zum Thema? Wenn es Spaß macht. Ja. Bist du verheiratet? Nee, aber zusammen. Ah, okay. Verlieben, verloren, vergessen, verzeihen. Verdammt war ich glücklich, verdammt bin ich frei. Ich hatte doch alles, alles was zählt. Aber ohne dich leben, jetzt ist es zu spät. Veronika möchte unbedingt irgendwas erzählen. Die Veronika möchte unbedingt was erzählen. Weiß ich auch nicht. Was liegt dir auf dem Herzen? Ich liebe diese Mutter. Die Mutter ist sie ist dabei. Wie lange bist du schon mit deinem Freund zusammen? Ja, so 3 Monate so. Ehrlich, noch ganz frisch? Ja, ist noch ganz, ganz frisch, ja. Wo habt ihr euch kennengelernt? Bei Tinder. Ja, das läuft auf dem Dorf hier auch scheinbar. Ja, das läuft super. Ihr kennt euch seit 2 Minuten. Ja, ja. Von einer Freundin. Der Sohn ist mit meiner Freundin zusammen. Ihr Sohn. Natürlich. Nein, das ist nicht mein Sohn. Nein, aber ist auch egal. Wir müssen das jetzt alles nicht hier so erklären. Das sind Verhältnisse, da steige ich jetzt nicht durch. Nein, wir auch nicht. Heute geht es um das Thema One-Night-Stands. Wie steht man so dazu? Ja, früher mal, lange her. Ja, schon 15 Jahre verheiratet und schon über 20 Jahre zusammen. Also ich weiß das gar nicht mehr so genau. Wie lange seid ihr schon zusammen? Dieses Jahr sind es 30 Jahre. 30? 30, 93. Du bist doch selber erst 34. Ich weiß, aber... Schon ja, im Kindergarten kennengelernt? Nee, in der Schule noch. Guck mal, hier, die gehen hier durch. Warum ich hier bin? Party zu machen. Aber du stehst draußen gerade. Eine rauchen? Frische Luft, ist zu warm da drin. Das stimmt allerdings. Aber du hast ja auch eine Jacke an. Ja, aber es ist zu warm da drin. Vielleicht ziehst du dich heute noch aus. Das könnte passieren. Hi, möchtest du was in die Kamera loswerden? Ja, ich bin Caro und ich bin voll. So, Veronika, ja. Was möchtest du jetzt loswerden? Erzähl mal. Ich liebe Kati. Okay. Das war's. Richtig. Wer bist du jetzt eigentlich? Du hast ich bin jetzt raus, ich bin Rita. Auch Frauen kennenlernen? Ja, auch. Natürlich. Ja, ja. Natürlich. Ja, natürlich. Gehört dazu, oder nicht? Na klar. Auch eine mit abschleppen? Ja, wenn es passt, ne? Warum nicht? Ne? Bist du in einer Beziehung? Absolut nicht. Absolut nicht. Warum nicht? Ja, ich bin eher der freiliebende Geist, sagen Sie. Freiliebende Geist? SV. Richtig. Eintracht was? Frankfurt. Thema One-Night-Stand? Ja. Wann war dein letzter? Ich habe seit 5 Monaten eine Freundin, also vor 5 Monaten einen Tag. Hattest du schon einen One-Night-Stand? Nein. Noch nie? Nein, noch nie. Ist auch nicht so deins? Nee. Wie stehst du grundsätzlich so zu dem Thema? Also wenn du jetzt keine Freundin hättest, wäre völlig in Ordnung. Ich sag ehrlich, One-Night-Stands sind super. Guck mal, du bist auf irgendeiner Feier,
findest irgendwen attraktiv und dann machst du es einfach, weißt du? One night stand, ja. Wann war dein letzter? Erzähl mal. Mein letzter? Wow, schon ein bisschen länger her auf jeden Fall. Ehrlich? Warum? Ist das nicht so deins? Ja doch, das ist genau meins eigentlich. Ich rede Deutsch! Du redest Deutsch? Nein. Warum nicht? Weil ich bin nicht Deutsch. Wo kommst du her? Ich komme aus Frankreich. Aus Frankreich? Ja. Wie ist das Potenzial hier bei der Schlagerparty? Kann man, also wenn du jetzt Single wärst? Wenn ich Single wäre. Wäre. Wäre das Potenzial auf jeden Fall vorhanden, wenn ich Single wäre. Bist du ja nicht. Bin ich nicht. Okay. Aber wenn. Hast du einen Freund? Nein. Bist du Single? Ja, keine Freund. Keine Freund? Ja. Okay. Ja. Heute Abend hier auch vielleicht nochmal jemanden abschleppen oder eher safe, wenig? Safe. Das ist dein Plan? Das ist mein Plan. Heute geht es nämlich eigentlich um das Thema One-Night-Stands. Als Single hat man die ja wahrscheinlich mehr. Wie stehst du dazu? Ist nichts für mich. Braucht nicht als Wingman, Bruder, ne? Ja, okay. Wie sollte sie aussehen? Blond? Dunkel? Ist mir egal. Ist dir scheißegal. Hauptsache. Also zwischen 18 und 55, passt. Das ist aber eine weite Spanne. Ja. Wie sollte so dein Traummann sein? Handwerklich begabt, auf jeden Fall. Handwerklich begabt? Ja. Das heißt, so ein Tischler? Ja, zum Beispiel. Und was ist mit so einem Büromann? Nee. Gar nicht? Nein. Mit deinem romantischen Blick und mit deiner romantischen Stimme einmal Hallo sagen? Oh, Hallo. Aber Schlagerparty in Brilling ist immer noch das Beste. Also die meisten Leute, das ist einfach geil. Kann man immer wieder jedem empfehlen. Also egal ob Hannover oder weiß nicht woher. Einfach kommen und das ist geil. Kannst du dir noch einmal so durchs Haar fahren? Soll ich nochmal machen? Ja, bitte. Nur für dich oder was? Mal kurz. Okay. Heute geht es nämlich eigentlich auch um das Thema One-Night-Stand. Ja. Wenn man hier auf so einer Veranstaltung unterwegs ist? Nicht mit den Leuten hier. Was habe ich? Eine Freundin. Nee. Warum nicht? Ja, ich arbeite halt viel und dann gehe ich abends, also jeden Tag am Abend gehe ich halt trainieren oder habe halt Fußball. Ach, der sitzt zu Hause? Ja, der spielt Taxi später. Ah, das ist natürlich praktisch, ne? Ja. Die Frau geht sich einen reindübeln. Genau. Und der Mann muss abholen. Das ist richtig. So läuft das. Ja. Von 7 Tagen trainiere ich halt 6-mal die Woche. Sieht man jetzt nicht so, aber doch, es ist wahr. Nein, oh, nicht hier rein. Also deswegen. Was trainierst du unterkörpermäßig? Auch noch so ein bisschen in den Teambereich, oder? Ja. Wo kennengelernt? Das ist geheim. Das ist geheim? Also Tinder. Eventuell. Momentan auf dem Trockenen. Nee, es ging mal ein paar Mal, da hatte ich ein bisschen was mit einer, aber ist halt im Sand verlaufen. Was soll ich machen? Sehr schade. Ja, aber heute neue Runde, neues Glück, würde ich sagen, ne? So nämlich. So nämlich. Wo ist dein Mann, Freund? In Uganda. In was? In Uganda. In Uganda? Ja. Extra aus der Pfalz nach Brelingen. Extra, ja. Für die Schlagerparty. Für die Schlagerparty. Und für meine Familie natürlich. Wo leben die schöneren Männer? In Brelingen oder in der Pfalz? Naja, kommt drauf an, ne? In Brelingen natürlich! In Brelingen. Was hat man hier vor bei der Schlagerparty? Ja, ein bisschen feiern und besaufen, ne? Ja, wie hoch ist dein Pegel? Wie viel Promille hast du gerade? Ja, vielleicht 1,5. Heute geht es eigentlich auch um das Thema One-Night-Stands. Wenn man 3 Jahre lang in einer Beziehung ist, hat man da wahrscheinlich wenig. Da bin ich raus. Wie alt bist du? 25. Ist das die erste große Liebe? Nein. Ist das die große Liebe? Ja. Schön. Sie hat gesagt nein bei dir. Was? Das ist die zweite große Liebe. Die zweite? Ja. Habt ihr nachher noch zu klären. Wie steht man zu One-Night-Stands? Kann man machen. Wann war dein letzter? Letzte Woche. Letzte Woche? Im DAX. Okay. Hast du einen Freund? Ja. Wie lange schon? 8 Jahre. 8 Jahre. Mit okay. Ein altes Mädchen. Im DAX. Im DAX. Im DAX. Im DAX. Hast du jemanden kennengelernt oder hast du da... Jemanden kennengelernt. Ja, okay. Ich dachte, du hättest da Schweinereien im DAX gemacht. Doch, vielleicht auch. Der letzte One-Night-Stand wird wahrscheinlich schon sehr, sehr lange her gewesen. Sehr, sehr lange. Und er war sehr, sehr schlecht. Der war sehr schlecht. Er war sehr schlecht. Also schlechte Erfahrung. Schlechte Erfahrung. Ich habe mich davon geschlichen danach.
Ehrlich? Ehrlich. Also am Morgen aufgewacht, ja, und dann... genau. Er schlief noch und ich bin dann... ja, Taxi und weg. Mit wem bist du hier? Weiß ich selbst nicht. Ich wurde eigentlich rausgeschmissen. Aber ich bin hier. Und wann war dein letzter One-Night-Stand? Ja. 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 Schon ein bisschen her, wa? Nö. Heute geht's in dem Video um One-Night-Stands. Ja. Gut oder nicht so gut? Nicht so gut. Hast du heute Abend noch einen? Sehen wir noch. Letzter One-Night-Stand. Ja, wann war der? Der war tatsächlich, jetzt kommt, vor 10 Jahren. Nein. Da vorne am Zaun auf der Schlagerparty. Und ich schwöre dir das bei meinem Leben. Meine Freundin, meine Ex-Freundin hat über 10 Jahren auf der Schlagerparty da an dem Holzzaun gebumst. Mega! Geil, oder? How are you? I'm fine. And you? Great night. Yes. Dankeschön für alles. Prost. Prost. Ich muss auf Toilette. Du musst auf Toilette? Ja, aber die Party ist geil. Groß oder klein? Klein. Okay, dann viel Spaß. Danke dir. Bis zum nächsten Mal. Das war's hier von der Schlagerparty in Breling. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Schaltet unbedingt beim nächsten Mal wieder ein. Vergesst natürlich nicht, den Kanal zu abonnieren, das Video zu liken und an eure Freunde zu teilen. Und dann sehen wir uns nächste Woche vom Wiesenfest in Polheim.